Siebtes Kapitel. Das Buch aus der Tiefe. Zurück in London. Who's there? Who do you think? Let it be known that I'm handy with this revolver. Nonsense, Dr. Watson. As I understand it, when faced with the imperative to defend oneself, one's comrades, and one's nation, you fled. Aren't you going to introduce us, Sherlock? Watson, meet my brother Mycroft, the Queen's best boy. This is a grim augury indeed, for wherever Mycroft travels, tedium surely follows. In contrast, of course, to Sherlock. A man whose obsessive pursuit of the trivial tears through the most carefully laid plans like a hurricane. Do you have any idea what you have disrupted? Your ego is inflated as much as your waistband. What word comes to mind? You work for the government? International trade is a delicate beast. Your antics and Edelweiss have jeopardized one of the Crown's richest relationships. Oh dear, as rich as all the butter you've been slathering on your bread? We need your help. What? There is evil afoot. Strangeness and savagery like I have never seen. Something otherworldly, festering in the dark beyond our reach. We have seen things that defy explanation. Mystic forces, magic. You must help us. It's true. The British government does not invest its resources in the insane or intoxicated. Pull yourself together. I know men like you. Men like you grease palms, whisper in ears, start wars, and you send men like me to die in them. You, and the rest of your corpulent cronies. Ha! Corpulent! That was it. Interesting, Sherlock. But as you again drift away from sanity, you find yourself another job. All right, so the choice is made. I beg your pardon? There is only us. We cannot run from this problem. I shall take the book and David's cryptic message to Barnes. See what he makes of it. Hmm? Wie gut war das denn? Ach, komplett an. Ach, das wird wirklich gesucht. Oh, wie gut war das denn? Ich habe mich schon gefragt, ob er. Ich muss aber ganz ehrlich sagen. Ich meine, der wäre in den anderen Spielen auch da gewesen. Und ich meine, er sehe nicht ansatzweise so gut aus wie hier. Was ist mit Mycroft passiert über die Jahre? Also ist das. Okay. Das Spiel ist quasi. Die haben. Wer hat die aufgeräumt? Aber hier hat die. Aber hier ist trotzdem. Mycroft? Warst du das? Das erklärt auch, warum hier noch die Inneneinrichtung so komisch ist. So fremdlich. Entschuldigung. Warum die Inneneinrichtung noch so fremdlich ist, weil die Sessel sind ganz andere. Und er kannte Mycroft ja gerade gar nicht. Oh mein Gott. Ich hab mich gerade so gefreut. Ich wollte eigentlich Pause machen. Also ich wollte eigentlich aufhören und dann später weitermachen. Weil es gerade richtig gut anfängt. Aber ich habe irgendwie gerade jetzt doch Lust, ein bisschen weiter zu machen. Vielleicht eine Stunde oder so. As you were, Watson. Do what you must. Der Arme. Die Nachricht, die Davy entschlüsseln konnte, ist an Ash mit adressiert. Sie lautet, wenn das Unwetter zu toben beginnt, wo alle Schiffe ihr Ende finden, bei Stevensons wegweisenden Licht, die zur Umarmung aller Auserwählten. Och Mann. Och. Ja, das finden wir noch heraus. Ich hoffe, wenn ich dann nachher Pause mache, dass ich dann nicht wieder irgendwo lande. Entschuldigung, dass ich nicht irgendwo lande, wo ich eigentlich nicht will. Hm.
eigentlich ist das halt schon Watson, ne? Es regnet draußen, deswegen möchte ich. Es regnet draußen, deswegen möchte ich, dass er irgendwas Warmes anhat. Am I mad? This painting wasn't here last time, was it? Oh nein. Kriegt er jetzt die Psychosen? Der kleine Junge. Arbeitet er immer noch? Verkauft er immer noch die Strand, die nicht mehr existiert? Was für eine Stimmung. Also in Stimmung weiterzuspielen. Also, ja. So gemütlich das alles. Die Settings. Geiles Bild. Another sinking near Scotland. By the strand for the details. Vor allem wollte ich eigentlich aufhören, weil es anfängt wieder zu ruckeln. Hey. Get the strand, get the true facts. Oh mein Gott, wie geil sieht das denn aus? Was ist denn passiert? So, das kaum... Another sinking near Scotland. By the strand for the details. Cool, thank you, sir. Zeitungsartikel über schlimmes Unwetter. Jahrhundertunwetter. Seit 2 Wochen tobt westlich der Küste von Loch Eber ein Unwetter, das viele von jetzt als Jahrhundertunwetter bezeichnen. Da es Anzeichen dafür gibt, dass sich die Wetterlage weiter verschärfen wird, sind die Behörden alarmiert. Die Schifffahrt wurde hart getroffen und bereits 34 Schiffe gelten als verschollen. Während dieser Artikel geschrieben wird, steht das Leben von hunderten Seemännern auf dem Spiel, die tapfer ihren Kampf gegen die Elemente führen. Aufgrund der gefährlichen Bedingungen können keine Rettungsschiffe von der Royal Navy auslaufen. Ihre Majestät, Königin Victoria, hielt eine Dringlichkeitssitzung mit ihren Ministern über die katastrophale Situation an unserer Küste ab. Überall auf der Welt wird von ähnlichen Phänomenen berichtet, die jedoch mit geringerer Intensität auftreten scheinen. In einem anderen Artikel geht es um einen französischen Meisterdieb, der mit Initialen AL der Scotland Yard. Okay. Den wir eigentlich gesucht haben, hä? Nein, ich hoffe, es hört auf zu ruckeln. Get the strand, get the true facts! Ich will einfach mal. Ich weiß, ich muss auf die andere Seite, aber ich möchte dieses Setting gerade mal erleben. Oh mein Gott. Ich finde das. Ich weiß, das ist keine krasse Grafik hier, ne? Vor allem, ich habe alles auf Mittel gestellt, nur mal so. Aber ich finde es trotzdem geil. Ich finde es richtig nice. Vor allem, wenn man halt vorher schon Sherlock Holmes kennt und also die Spiele kennt, dann ist das echt extrem. Katze. Das ist schon nice. Das ist schon richtig, richtig nice. Also, wenn ich sagen wollte, es ist halt echt ein anderes Feeling. Geiles Feeling. Wieso weinen beide? Hat er zu wenig verkauft? Ich finde es nice so düster. Ich muss sagen, ich wünsche mir mehr solcher Sherlock-Spiele. Es muss nicht jedes Spiel so sein. Definitiv nicht. Das ist jetzt da. Okay. Es muss definitiv nicht jedes Spiel so sein. Ich finde die normalen Sherlock Holmes-Spiele ja auch richtig geil. Ich muss niesen! Entschuldigung. Aber so hin und wieder so ein kleiner Sherlock Holmes mit Horror.
finde die schon nice. Und ich finde, mit H.P. Lovecraft-Universum haben sie sich schon echt was Nices rausgesucht. Another sinking near Scotland by the strand for the details. Ja, ich möchte nur einfach nur da lang. Weil ich möchte jetzt gerade in diesem Setting. Und Watson. Get the strand, get the true facts. Und Watson ist auch keiner, der rennt. Er ist. Er geht. Another sinking near Scotland by the strand for the details. Vor allem muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal sind es, also ja, wie gesagt, es ist keine krasse Grafik hier, ne? Aber manchmal sind so diese. Alter, ist das der Ventilator? Manchmal ist es halt auch dieses, ja, nicht krasse. Hat auch was, hat auch seinen eigenen Charme. Zum Beispiel Alice, Madness Return, werde ich auch bald weiterspielen. Alice ist, hat ja auch seinen eigenen Charme. Oh Gott, ich schalte mit dem Ventilator aus. So. Hier ist offen. Ich gehe gleich irgendwo rein. Ich weiß nicht, ich bin mir sicher, wo ich rein soll. Gaslight. Also ich wollte zu Mr. Barnes, das weiß ich ja. Aber irgendwie ist da offen. Ich möchte wissen, was mit dem passiert ist. Und ich möchte gucken, ob mich hier jemand abstechen würde. Das wäre. Ah, ich bin hier hochgekommen. Wow, ist ja der Wahnsinn. Ich habe lange nicht mehr geduscht, ne? Ich weiß auch. Wie gesagt, ich weiß, wo ich lang muss, aber ich will gerade das Feeling. Das Feeling ist so geil. Ja, fein. Oh Mann, ich möchte irgend. Ist hier hinten noch offen? Nee. Das ist so. Okay. Ich habe kurz meine Manieren verloren. Ich bin ein feiner Mann. Ich habe meine Manieren wiedergefunden. Ich gehe. Ich bin kein Renner. Ich weiß, ich muss dahin, aber ich möchte mal kurz hier einen kleinen Abstecher lassen. Dr. Watson, how nice to see you, despite the inclement weather. At least my flowers are enjoying the rainfall. Das muss ich aber mit dem Ventilator wieder anmachen, weil es ist warm. Aber ich sollte vielleicht auch mal. Was ist das hier machen? Dann muss ich das hier machen. Und dann muss ich lachen im Moment. So. Ich will aufpassen, ich will mich nicht auf. Okay, ich kann sowas nichts machen. Cool.
Ich erwarte jetzt da eigentlich irgendwo einen Watson, der einen TikTok-Tanz übt. Aber ich bin ja Watson. Warte mal. Oh na! Oh mein Gott! Take care of your master. Das ist ihr Hund! Jetzt ist ihr Hund da! Oh. Die sind zusammen. Ich sag's dir, die sind zusammen. Die haben sich jetzt lieben gelernt. Ich meine, die Hunde haben sich jetzt angefreundet. Die wollen jetzt noch herausfinden, ob die Hunde miteinander zurechtkommen. Und weil er hier viel mehr Platz hat, ne, ist ihre Hündin, ist es, glaube ich, ne, hier rübergekommen. Und guck mal, der kleine Tobi, also der Mini-Tobi und sie, die passen perfekt zusammen. It has been a while, Barnes. Dr. Watson. Indeed it has, and good to see you as always. How can I help? Someone is full of pep. Oh, yes. Mr. Holmes, he was quite the inspiration. Last time you were in town, he offered me some stirring advice, which I have since acted upon. Holmes is nothing if not provocative. Indeed, the thorny truth is often hard to hear, but it did the job. And now my heart is full. I'm glad to hear it. Much obliged, Doctor. Barnes, does Stevenson's guiding light mean anything to you? Well, my mind first goes to Robert Louis Stevenson, an up-and-coming author. I've been following his work in the periodicals. Interesting man. I take it his literary pursuits are somewhat of a deviation from the family business. What makes you say that? He wrote a poem. Let me see if I have it still. Yes. Say not of me that weakly I declined the labors of my sires, and fled the sea, the towers we founded, and the lamps we lit. The labors of his sires. I wonder what they do. I have a book on great British families. If the Stevensons have achieved anything of note, they will be in there. Please, feel free to take a look. It should be on the shelves to the right. Much obliged. Okay. Last time we met, you mentioned your knack for translating occult texts. I was wondering if you could help me with this book. Certainly, I... Goodness. Where on earth did you procure this grimoire? That's a long story. What do you make of it? It seems to describe pagan rituals, ancient deities. Wow, what a marvel. I can try and translate it for you. Just the pages bearing that symbol. This section, really. Entity of ocean or time. Oh my. Oh, already on it, as you can tell. If you can have it done at your earliest convenience, that would be lovely. Cool. Und ich muss mal ganz kurz eine Pause machen. Ganz kurz. So. Hier bin ich auch wieder. Ich muss ganz kurz auf die Toilette. Oh nein. Warte, ganz kurz warten. Okay. Voll weird. For some reason, it makes my skin crawl. Das Ding ist halt auch, er kannte das ja irgendwoher. Was weiß er denn darüber? Hier kann ich nicht rein. Ich weiß ja mehr, als das sagen. Ist der Band? Ich hätte gern so ein Gemälde, muss ich ganz ehrlich sagen. A moment, please. Spellbinding pages. Ich hoffe, da kommt einfach nur der Büchernot aus mir raus. Kann ich so lange raus? Vielleicht kann ich mit ihr nochmal reden.
ihr gratulieren. Mr. Barnes is very sweet. We're getting engaged. Was? He said he can provide for me and that I can stop working. Ups. Ich hab mit Popcorn. Ah, Scheiße! Mein Popcorn! Ah! Ah! Entschuldigung. Ich wollte nicht so obszön sein. Hm. Es ist eine andere Zeit. Wir müssen nicht mehr arbeiten. Da kümmert sich drum. Aber wir schmeißen in den Blumenladen? Ich nicht! Aber das hat er nicht gesagt. Dass die heiraten, hat er nicht gesagt. Oh, verdammt. Entschuldigung. Mr. Barnes' Ersteindruck vom Buch. Mr. Barnes zufolge enthält das Buch wahrscheinlich Beschreibungen uralter Gottheiten und heidnischer Rituale mit dem Zweck, diesen Gottheiten zu huldigen. In dem Abschnitt, den Mr. Barnes übersetzen soll, geht es wohl um ein Wesen des Meeres oder der Zeit. Mr. Barnes wirkt sichtlich fasziniert von diesem Buch und seiner Neugier scheint geweckt zu sein. Ja, ist doch super. Verschlüsselte Nachricht für Ashmit. Diese Nachricht, die David... Achso, ja, da unten. Mr. Barnes kam bei dem Namen Stevenson als erstes auf der aufstrebende schottische Autor Robert Louis Stevenson in den Sinn. Dieser folgte nicht dem traditionellen Berufszweig seiner Familie, sondern wandte sich der Schriftstellerei zu, worüber er folgendes schrieb. Sagen Sie nicht von mir, ich hätte die Arbeit meiner Väter abgelehnt und dem Meer den Rücken gekehrt. Den Türmen, die wir erreichten und den Laternen, die wir zum Leuchten brachten. Mr. Barnes riet dazu, in einem Buch über bedeutsame britische Familien nachzuschlagen und irgendwo rechts in der Regalen stehen zu. Ach so, das soll ich machen. Okay. Irgendwo. Dieses Regal. Ja. Die bedeutsamsten britischen Familien. Dieses Buch ist eine Sammelsurium an Fakten, Geschichten und Gerüchten über bekannte britische Familien und ihre Errungenschaften für das Vereinigte Königreich. Gewissermaßen wissenschaftlich verbrannter Nationalstolz. Ja, geil. Hm, ja. Nearly done, Doctor. Have you found the book you're after? Ja. Brauche ich noch mehr? Hmm. The dreamer's hidden daughter awakens in the flood. That sounds ominous. Okay. Im Archiv soll ich noch was recherchieren? Wenn das Unwetter zu toben beginnt, wo alle Schiffe ihr Ende finden, bei Stevenson wegweisen nämlich die letzte Umarmung aller Auserwählten. Wo ihre Schiffe ein Ende finden, wegweisendes Licht. Ist damit ein Leuchtturm gemeint? Mr. Barnes kam, okay. Sagen Sie nicht mehr. Ich hätte mehr Rücken gehört. Den Turmen, die wir errichten und die Laternen, die wir... Ah, die haben in einem Leuchtturm gearbeitet? Kann das sein? Oh. Es
Schottland. Ich habe gerade... Oh, muss was trinken. Mein Kaffee ist kalt. Oh! Ich habe so ein spitzes Popcornstück im Hals zu stecken. Ich esse nie wieder Popcorn. Titel. Ich hab aufgestoßen. Schiffsfahrt. Zeit. Haben wir hier irgendwo die Zeit? Nö. Nö. Ich rate mal, weil hier bisher alles 18. Jahrhundert war. Okay, cool. Okay, vielleicht sollte ich nicht raten, ne? Gibt es sonst noch irgendwas, was ich tun kann? Ich kann da nichts lesen, ne? Keinen Sinn, oder? Hä? Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, so weit sind wir nicht. Ist doch Schottland gemeint, ne? Schottischer Autor. Brite. Ist damit das Jahrhundert gemeint? Okay, ich habe keine Ahnung. Dazu gehen wir ganz gerade ein Barone Ritter. Hier ist er. Habe ich das nicht gehört? Ich hatte England ausgewählt, ne? Aber wo hätte ich das jetzt finden können? Ich habe jetzt echt nur geraten bei dem Jahrhundert. Oh mein Gott, ich bin so blöd, oder? Doch, nein, warte, nee. Ich bin jetzt... Scheiße, bin ich blöd oder bin ich nicht blöd?
Ich lese erst mal vor. In dem Buch die bedeutsamsten britischen Familien finden die Stevenson kurz Erwähnung, die für den Bau von Leuchttürmen überall in Schottland bekannt sind. Der erste Leuchtturmbauer in der Familie hieß wie der Schriftsteller Robert Louis Stevenson, ebenfalls Robert. Seit dem Bau des Bell Rock Leuchtturms im Jahre 1810 haben die Stevenson in ganz Schottland mit Wunderwerken der zivilen maritimen Ingenieurskunst ihre Spuren hinterlassen. Ganz gleich, ob die Leuchttürme von Robert Stevenson oder von seinen Söhnen Alan, David und Thomas erbaut wurden, die Seeleute, die an Schottlands Küsten das Meer befahren, haben es dieser Familie zu verdanken, dass sie sich dabei sicher fühlen können. Ah, wunderschön. Okay. Familie Stevenson. Ihr Zusammenkunft von allen Stevenson. Okay. Aufgestoßen. In der Nachricht geht es um einen Ort, an dem der Kult eine Zusammenkunft plant. Ein von der Familie Stevenson erbauter Leuchtturm westlich der Region Loch Eber in Schottland. Cool. Okay. Haben wir das? Da habe ich wahrscheinlich überhaupt noch gar nichts, ne? Woher soll ich das denn wissen? Weiß ich nicht. Okay. Verschlüsselte Nachricht für... Say, do you possess coastal maps of Scotland? Indeed. Have you figured out what the Stevensons are known for? Feats of lighthouse engineering. You have my thanks for the book. My pleasure, Doctor. Do you need any particular part of the coast? Loch Harbour, West Coast. Right then, I'll unroll it on the desk. All yours. In the meantime, I will attend to my translation. Much appreciated. Er ist das Brain dahinter, wetten? Nein. Ich wünsche ihm Glück und Liebe. Scary War Leuchtturm. Der Scary War Leuchtturm befindet sich auf der abgelegenen Insel gleichen Namens, südwestlich der bewohnten Insel Tire. Er wurde von Alan Stevenson entworfen und nach 6 Jahren Bauzeit im Jahre 1844 unter seiner Leitung fertiggestellt. Der Leuchtturm ist ein Zeugnis für die Entschlossenheit der Ingenieure und Konstrukteure des britischen Empire, das Leben der Seeleute sicherer zu machen. Zahlreiche Arbeiter riskierten auf den gefährlichen Felsen ihr Leben, um aus Granitblöcken diesen Garant für die Sicherheit der Seeleute zu errichten. Krass. Barahid-Leuchtturm. Der Leuchtturm befindet sich auf der schottischen Hebrideninsel Barahid und thront mit seinem Leuchtfeuer über den Südende des Meeres der Meeresstraße de Minch. Der von Robert Stevenson entworfene und im Jahre 1833 von James Smith aus Inverness erbaute Leuchtturm besteht aus Stein. Mit einer Höhe von 682 Fuß über dem Meeresspiegel ist er der am höchsten gelegene Leuchtturm des Vereinigten Königreichs. Der von Alan Stevenson entworfene und im Jahre 1849 von ihm erbaute Leuchtturm befindet sich am westlichen Ende der Halbinsel Adnamorchan in der Region Loch Eber. Aufgrund ägyptischer Einflüsse und seiner Bauweise und seiner dekorativen Elemente ist er in Schottland einzigartig. Der aus Granit bestehende Leuchtturm erhebt sich mit seinem markanten schwarzen Laternenhaus 118 Fuß über die Felsen. Rupa-Nangal-Leuchtturm. Rupa-Nangal bedeutet auf Schottisch
evangelisch Spitze des Fremdlings. Dieser schlichte und doch elegante anmutende Leuchtturm aus Backstein wurde im Jahre 1857 von David und Thomas Stevenson erbaut und war nicht der einzige von dem Stevensons in diesem Jahr errichtete Leuchtturm. Er ist 62 Fuß hoch, hat eine Leuchtweite von 10 Seemeilen für jene Schiffe, die in der Bucht der Isles of Mull verkehren. Okay. Okay. Doctor. Oh. Barnes, have you finished with the book? Yes. I've written out a translation of the section you wanted. Puts the Grimm in grimoire. I thought as much. Long story short, it details macabre rituals, death, leviathans, and the apocalypse. See for yourself. I must ask you to leave the book with me so I can read more of it. It's compelling. Very compelling. Ich muss leider ablegen. Ich würde ihn gerne das ausleihen. You have been of great help, so yes. Excellent. I could barely put it down. Farewell. Habe ich was Falsches gemacht? A fascinating book. Thank you for the opportunity, Doctor. Aber eigentlich hat er uns das geschuldet. In dem Buch wird ein Monster beschrieben, das nicht im entferntesten an einem menschenähnlichen Wesen erinnert. Es hat einen krakenartigen Kopf mit einem Gesicht, aus dem unzählige Fühler ragen. Der Körper wird schuppig und gummiartig beschrieben. Ruffy! Das Monster soll riesige Krallen an den Hinter- und Vorderfüßen haben und über lange, schmale Flügel verfügen. Das hört sich an wie Ruffy Gear 6. Er hat Gear 6 erreicht. Gear 5 war nicht das Ende. Ritual des Erwachens. Laut Mr. Barnes vorläufiger und eiliger Übersetzung wird in dem Buch ein heidnisches Ritual beschrieben, das den Zweck hat, den uralten Gott zu erwecken, der unter dem Grund des Meeres schlummert. Teil dieses Rituals ist ein spezieller Gesang, den die stärksten Menschen jede Ethnie auf der Erde anstimmen, bevor sie für die Erweckung des Gottes geopfert werden. Ein Geschöpf mit pechschwarzem Gesicht, das einer ägyptischen Sphinx ähnelt, muss dem Ritual beiwohnen. Verläuft das Ritual erfolgreich, wird die Welt, die wir kennen, zerstört. Oh mein Gott.